Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserem Lehrgang zur beschleunigten Grundqualifikation. Heute schließen wir das Kapitel 7 körperliche und geistige Verfassung ab und das tun wir auf die Ihnen bereits bekannte Art und Weise, nämlich mit einem Wissenscheck. Sie haben jetzt also die Gelegenheit, noch einmal anhand von einigen Übungen die Themen dieses Kapitels zu überprüfen. Haben Sie alles verinnerlicht, was wir in den letzten Videos besprochen haben? Und wir legen sofort los mit der ersten Frage. Welche Energieträger decken den Energiebedarf eines Berufskraftfahrers? Ich gebe wie immer ein paar Sekunden Gelegenheit zum Nachdenken und löse dann auf. Hier kommt die richtige Antwort. Es handelt sich dabei um Kohlenhydrate, also Brot, Kartoffeln und Nudeln und Eiweiß. Aufgabe 2. Welche Energieträger führen zum Übergewicht eines Berufskraftfahrers und zu erhöhten Gesundheitsrisiken? Hier kommt die Antwort. Es sind Fette, insbesondere frittierte Nahrungsmittel, Eierspeisen und fettreiche Fleischwaren. Aufgabe 3. Lebensmittel lassen sich in verschiedene Bestandteile zerlegen, zum Beispiel unverdauliche Ballaststoffe, Mineralstoffe und so weiter. Aus welchen Lebensmittelbestandteilen kann der menschliche Körper Energie gewinnen? Hier die Antwort. Zucker in Form von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß. Vierte Frage. Wie können Sie selbst die Verdauung anregen und Verstopfungen vorbeugen? Hier kommt die Antwort. Durch körperliche Bewegung, ausreichende Trinkmengen, Ballaststoffe sowie Vermeidung von ballaststoffarmen Speisen. Aufgabe 5. Welcher Energieträger nutzt die Arbeitsmuskulatur, zum Beispiel beim Verladen von Koffern oder Anheben von Stückgut? Die Antwort lautet Zucker bzw. Kohlenhydrate, aber kein Fett. In welchen Nahrungsmitteln befinden sich lebenswichtige Vitamine? Die Antwort lautet in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, frischem Obst und Gemüse, Eiern und Fisch. Wie hoch sollte die tägliche Fettaufnahme sein? A. Maximal 10% der täglichen Energieaufnahme. B. Maximal 30% der täglichen Energieaufnahme. C. Maximal 50% der täglichen Energieaufnahme. Oder D. Maximal 70% der täglichen Energieaufnahme. Hier kommt die Antwort. B. Maximal 30% der täglichen Energieaufnahme. Achtens. Welche Eiweißaufnahme pro Tag ist ausreichend? Die Antwort lautet 10-15% der täglichen Energiezufuhr. Das bedeutet 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Neuntens. Welche chronischen Erkrankungen sind mit Übergewicht verbunden? Die Antwort lautet Herzinfarkt, Schlaganfall, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörung. Zehntens. Welche körperliche Aktivität hilft Übergewicht, also Abbau des Körperfetts, zu vermindern? Die Antwort lautet regelmäßige leichte bis mittlere Ausdauerbelastung, zum Beispiel Spazierengehen, Joggen, Fahrradfahren oder Rudern. Elftens. Wie sollte man die Mahlzeiten auf den Arbeitstag verteilen? A. Am besten morgens und abends jeweils eine üppige Mahlzeit. B. Maximal 3 Mahlzeiten täglich.
C, mehrere kleinere Mahlzeiten, also mehr als drei. Oder D, auf jeden Fall eine üppige Mahlzeit vor der Lenkzeit. Die richtige Antwort lautet C, mehrere kleine Mahlzeiten, mehr als drei. Wie viel Liter muss ein Erwachsener täglich mindestens trinken, damit die Körperfunktionen und Stoffwechselvorgänge aufrechterhalten bleiben? A. 4 Liter, B. 1,5 Liter, C. 2,5 Liter oder D. 1 Liter? Die richtige Antwort lautet mindestens 1,5 Liter. 13. Wie kann vorzeitiger Ermüdung und herabgesetzter Aufmerksamkeit vorgebeugt werden? Kurze und häufige Pausen, ungefähr alle 2 Stunden von 10 bis 15 Minuten Länge. Angenehme, nicht zu warme Umgebungstemperatur. Günstige Ernährung, das heißt fettarm, keine Süßigkeiten oder Konditoreiwaren. Eine ausreichende Trinkmenge sowie die Vermeidung von Schlafdefiziten. 14. Geben Sie an, zu welcher Tageszeit die Aufmerksamkeit aufgrund der inneren biologischen Uhr besonders schlecht ist. Die Antwort lautet in den frühen Morgenstunden. 15. Nennen Sie 5 Anzeichen von Müdigkeit. Antwort: Gähnen, brennende Augenlider, leichte Kopfschmerzen, Blickstarre, also Bilder laufen wie im Film ab, tunnelförmige Einengung des Blickfeldes, Wahrnehmungsfehler bis hin zu Halluzinationen und darüber hinaus aber auch noch so Sachen wie schlechtes Abschätzen von Abständen, ruckartige und unnötige Lenkradbewegungen, unangemessen heftige Bremsmanöver sowie verlangsamte Reaktionen. 16. Welche körperlichen Beeinträchtigungen drohen bei Teilnahme am Straßenverkehr im müden Zustand? Hier kommt die Antwort. Ungewolltes Einschlafen, Abnahme der Aufmerksamkeit, Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit sowie psychomotorische Fehler. 17. Wie kann der Tagesrhythmus der Körpervorgänge, also Wach, Schlafen, nächtliche Körpertemperaturabsenkung, Hormonspiegel und tägliche Leistungskurve umtrainiert werden? A. Durch regelmäßige Schichtarbeit, B. Durch Einnahme von geeigneten Medikamenten, C. Durch autogenes Training oder D. Gar nicht. Die richtige Antwort lautet D. Gar nicht. 18. Im zentralen Nervensystem führen dämpfende Signale zur Ermüdung. Wie kann diese Dämpfung überlistet werden? A. Durch Kaffee, Tee und Energydrinks. B. Durch Helligkeit und Frischluft. C. Durch Dehnübungen. Oder D. Gar nicht. Auch hier lautet die richtige Antwort D. Gar nicht. 19. Welche Faktoren verschlechtern die Schlafqualität? Das können sein Alkohol, Nikotin, Koffein, Lichtlärm, Umgebungstemperatur, enge Kleidung, seelische Belastungen, Schichtarbeit oder einfach eine schlechte Matratze. 20. Welche Faktoren fördern ungewolltes Einschlafen? Monotonie, Schlafdefizit und körperliche Ermüdung. 21. Welche Pausenregelung verhindert vorzeitige Ermüdung? Die richtige Antwort lautet mehrere kurze Pausen in einem Umfang von ca. 15 Minuten, zum Beispiel alle 2 Stunden. 22. Welchen Erholungswert hat eine große Pause im Vergleich zu mehreren kleinen Pausen? A. Einen genauso großen Erholungswert, B. Einen geringeren Erholungswert oder C. Einen größeren Erholungswert? Die richtige Antwort lautet B. Einen geringeren Erholungswert. 23.
Ersetzt Powernapping den Nachtschlaf? Hier die Antwort: Nein, Powernapping ist eine kurzfristige Erholungsmaßnahme und kann nicht den Nachtschlaf ersetzen. Aufgabe 24. Welche Auswirkungen hat Stress auf den Körper? A. Blutdruck und Herzfrequenz steigen, Adrenalin gelangt in den Blutkreislauf. B. Man wird ruhig und konzentriert. C. Er kann die Informationsverarbeitung im Gehirn verringern. D. Häufiger Stress macht den Körper widerstandsfähig. Schauen wir uns die Antwort an. Es sind die Antwortmöglichkeiten A und C. Blutdruck, Herzfrequenz steigen, Adrenalin gelangt in den Blutkreislauf und die Informationsverarbeitung im Gehirn kann verringert werden. 25. Nennen Sie die vier Phasen der Stressreaktion. A. Vorphase, Alarmphase, Handlungsphase und Erholungsphase. B. Alarmphase, Handlungsphase, Erholungsphase, Vorphase. C. Alarmphase, Aktionsphase, Regenerationsphase oder D. Vorphase, Handlungsphase, Erholungsphase. Nun, die Antwort sollte Ihnen nicht allzu schwer fallen. Es ist natürlich A. Vorphase, Alarmphase, Handlungsphase und Erholungsphase. 28, 26. Welche Aussagen sind richtig? A. Stress wird allein durch äußere Reize auf den Körper verursacht. B. Stress wird durch äußere und innere Reize auf den Körper verursacht. C. Die Reize auf den Körper beanspruchen alle Menschen gleichermaßen. D. Es gibt positiven und negativen Stress. Die richtige Antwort lautet zum einen B. Stress wird durch äußere und innere Reize auf den Körper verursacht. Und D. Es gibt positiven und negativen Stress. 27. Nennen Sie drei Möglichkeiten, Stress zu vermeiden. Hier die Antworten: Stressoren ausschalten, Gedankenstopp und die sogenannte Zähneatmung. 28. Nennen Sie drei Beispiele, wie Sie erkennen können, dass Ihr Körper unter Stress steht. Hier kommen die Antworten: Angstgefühl, Wahrnehmungsfehler und Schwitzen. 29. Welche Maßnahmen sind gut geeignet, um einen Suchtkranken in eine erfolgversprechende Therapie zu bringen? A. Arbeitskollegen sorgen durch Übernahme von Arbeitsaufgaben dafür, dass der Betroffene seinen Rausch ausschlafen kann, um einen klaren Kopf zu bekommen. B. Die Familie verringert Tag für Tag die getrunkene Alkoholmenge auf ein normales Maß. Oder C. Das Unternehmen vereinbart einen standardisierten Umgang mit Suchterkrankungen, bestehend aus verbindlichen Hilfsangeboten und arbeitsrechtlichen Folgen, wenn die Angebote nicht wahrgenommen werden. Die richtige Antwort lautet C. Das Unternehmen vereinbart einen standardisierten Umgang mit Suchterkrankungen, bestehend aus verbindlichen Hilfsangeboten und arbeitsrechtlichen Folgen, wenn die Angebote nicht wahrgenommen werden. 30. Welche Maßnahmen helfen, die nachteiligen Alkoholwirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Urteilsfähigkeit zu vermindern? A. Fettes Essen, zum Beispiel Ölsardinen, um die Alkoholaufnahme in den Körper zu verhindern. B. Bier mit Limonade zu verdünnen, zum Beispiel Radler oder Alsterwasser. C. Koffeinhaltige Flüssigkeiten trinken, um den Alkoholabbau zu beschleunigen. Oder D. Keine dieser Maßnahmen. Die richtige Antwort lautet natürlich D, keine dieser Maßnahmen. 31. Welche gesellschaftlichen und persönlichen Umstände führen häufig zur Alkoholabhängigkeit? Hier die Antworten. Zum einen die Verfügbarkeit des Suchtmittels, ungünstige Konsumvorbilder aus Beruf, Familie oder Medien. Die Vorstellung, Alkohol führe zur seelischen Erleichterung, Verdeckung von Angst bzw. Minderwertigkeit sowie schleichender Übergang zu höheren Konsummengen und Kontrollverlust. Aufgabe 32. Wie hoch ist die durchschnittliche Erfolgsquote nach Alkoholentzugstherapie? A. 10%, B. 25%, C. 30%
oder D, 40%? Die richtige Antwort lautet D, 40%. 33. Was zeichnet eine Medikamentensucht aus? Hier kommen die Antworten: Gewöhnungseffekt, Einnahmezwang, Kontrollverlust und Entzugssymptome. 34. Ab welcher täglichen Alkoholmenge liegt ein kritisches Trinkverhalten vor? Hier die Antwort: 40 Gramm Alkohol, ungefähr 1 Liter Pilz bei Männern, sowie 20 Gramm Alkohol, 0,5 Liter Pilz bei Frauen. 35. Warum können sich Arzneimittel auf die Fahrtüchtigkeit auswirken? Hier kommt die Antwort: durch ihre Nebenwirkungen, zum Beispiel dämpfend, schlaffördernd, Störung der Sehfähigkeit oder Beeinträchtigung der Beurteilungsfähigkeit. 36. Was sind typische Suchtphasen? Hier kommt die Antwort: Einstieg, vermeintliche Erleichterung durch Suchtmittelkonsum, Gewöhnung und Abhängigkeit. 37. Wie ist arbeitsrechtlich eine Alkoholsucht einzuordnen? Die Antwort lautet: Sie wird als Erkrankung eingeordnet. Nummer 38. Mit welchen Maßnahmen können Sie den Alkoholabbau im Körper beschleunigen? A. Gar nicht. B. Wasser trinken. C. Fettreiche Nahrung, zum Beispiel Bratkartoffeln oder Ölsardinen. Oder D. Frische Luft. Die richtige Antwort lautet natürlich gar nicht. 39. Welche Organe werden durch Alkoholsucht geschädigt? Die Antwort lautet: die Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Hoden, der Magen und der Dünndarm. Und nun zur letzten Frage: Um wie viele Jahre kann eine Alkoholsucht die durchschnittliche Lebenserwartung senken? A. Ein Jahr. B. 5 Jahre. C. 10 Jahre. Oder D. 15 Jahre. Die richtige Antwort lautet: Eine Alkoholsucht kann die durchschnittliche Lebenserwartung um 15 Jahre senken. Und damit sind wir am Ende dieses Wissenschecks. Ich hoffe, Sie konnten all diese Fragen erfolgreich beantworten und die Ihnen gestellten Aufgaben lösen. Wir machen beim nächsten Mal weiter und sind dann im Kapitel 8, Verhalten in Notfällen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei wären. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.